Ja, und diese Partie Greuther Fürth gegen den FC Schalke 04 hat natürlich dann auch noch diese besondere Note, die beiden Trainer mit der gemeinsamen Vergangenheit. Mike Biskens hat 6 Jahre unter Huub Stevens auf Schalke gespielt. 1997 haben sie gemeinsam den UEFA Cup gewonnen, der eine als Trainer, der andere als Spieler. Und jetzt stehen sie beide bei Nils Kamen, beide als Trainer und als Konkurrenten. Zwei Männer, die ein langes Stück Weg gemeinsam gegangen sind, haben sich heute zum ersten Mal Kontrahenten in die Augen geguckt. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Herr Stevens, Ihnen herzlichen Glückwunsch zum zweiten Saisonsieg. Herr Biskens, sind Niederlagen dann ein bisschen weniger schmerzhaft, wenn man auf dem Papier eigentlich damit rechnen muss? Könnte man annehmen, aber ist nicht so, weil wenn man sich sportlich in einem Wettkampf misst, dann will man gewinnen. Mhm. Und wenn man den Anspruch nicht mehr hat, egal wie der Gegner heißt, egal wie groß der Gegner ist, dann sollte man besser nach Hause fahren. Ist es so, Herr Stevens, dass Sie die Leistung Ihrer Mannschaft so am Anfang der Saison ein bisschen nachsichtiger beurteilen als vielleicht nach dem 10., 11., 12. Spieltag? Nein, ich denke, dass wir jetzt in die 3 Spiele eine gute Leistung gebracht haben. Gegen Augsburg zu Hause haben wir nicht super gespielt, aber wir haben die 3 Punkte zu Hause behalten. Und ich finde, dass wir hier, denke ich, über 60 Minuten gut gespielt haben. Aber die Fürther haben uns alles abgefordert, lass das deutlich sein. Es war nicht einfach, um hier zu siegen. Das ist auch ein Kompliment an Greuther Fürth, dass es uns so schwierig gemacht hat. Sie werden ja oft, Herr Biskens, darüber nachgedacht haben, was so den wesentlichen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ausmacht. Ist es in erster Linie das Tempo? Natürlich ist es das Tempo, aber es ist auch, natürlich so, dass jeder Fehler gnadenlos bestraft wird bei der Klasse. Und da entscheiden oftmals Kleinigkeiten in Situationen. Und das hat man heute auch wieder gesehen, obwohl Schalke natürlich auch noch weitere Chancen hatte. Aber wie gesagt, auf dem Niveau ein Fehler, ein Zweikampf, wo du vielleicht nicht stabil bist im Zweikampf, na, dann ist es so, dann schiebt der Gegner seinen Körper dazwischen und dann kommt er mit Tempo. Und dann kommt er in Situationen, wo du ungeordnet bist. Das müssen wir lernen. Definitiv. Ich habe es eingangs erwähnt, Herr Stevens, wie viele Interviews dauert es, bis Sie, wenn Sie auf Ihre gemeinsame Vergangenheit angesprochen werden, hörbarer ein- und ausatmen oder geht's noch? Ja gut, aber wir haben da nicht so viele Probleme mit. Ja, wir wissen, was wir darüber erzählen können und auch nicht erzählen werden. Ich glaube, dass es eine schöne Zeit war und es ist unheimlich viel Respekt und Freundschaft untereinander und so muss es auch sein, denke ich. Vielleicht erzählen Sie, Herr Biskens, wie viel von dem, was Sie als Spieler bei Huub Stevens erlebt haben, findet sich in Ihrer Arbeit heute wieder? Na, ich hab's ja schon gesagt. Eine Kopie ist immer schlechter als das Original. Es ist so, dass Huub Stevens absolut fußballverrückt ist, dass er sehr akribisch arbeitet, dass er es auch nicht mag zu verlieren. Aber ich kenne auch keinen, der es mag zu verlieren. Ja, es sind viele, viele gute Eigenschaften, die ihn zu dem Trainer machen, der er ist, nämlich ein sehr erfolgreicher. Ja. Ist Ihnen das wichtig, Herr Stevens, dass so ein bisschen was bleibt von dem, was Sie so Ihren Spielern über die Jahre mit auf den Weg gegeben haben? Ja, natürlich ist man da froh über, ja, dass man dann doch wieder sich in die Augen schauen kann und dass es auch in einer Zeit war, wo wir es nicht immer einfach hatten, trotzdem der Respekt geblieben ist. Und Mike sagt es richtig, natürlich. Das habe ich früher auch getan. Ich habe auch gelernt von anderen Trainern. Aber was er richtig sagt, du musst ganz nah an dich selbst bleiben, weil dann kannst du auch deine eigenen Fehler wieder gut machen. Danke, bedanke mich. Was ich heute umgesetzt habe, von dem, was ich von ihm gelernt habe, unser Masseur hatte heute Geburtstag und dem habe ich gratuliert, weil Huub Stevens kannte alle Geburtstage, der kannte auch die Geburtstage der Kinder und das hat ihn auch ausgemacht, dass er nicht nur, sage ich mal, sich mit seinen Spielern beschäftigt hat oder den Top 5, ja, sondern wenn der Gärtner auf Schalke Geburtstag hatte, dann war klar, Huub gratuliert ihm und das ist was wichtig ist, nämlich Respekt untereinander, das hat er immer gelehrt. Und es ist einiges mehr noch hängen geblieben, aber das auf jeden Fall auch. Was für ein schönes Schlusswort. Bedanke mich ganz herzlich. Ihnen schönen Sonntag und Ihnen alles Gute. Danke. In Piräus. Vielen Dank. Danke.